Und weiter geht's hier in Everspace 2. Tja, und ich würde mal sagen, mit einem ordentlichen Schiffspimping. Ich hänge hier gerade auf der Flying Duchess, also auf dem Händlerschiff. Und, wir machen kein Schiffspimping, wir pimpen unsere Perks. Ich habe ja schon ein bisschen in Repairs reingegeben. Pay only 70% für Hüllenreparaturen. Keine Ahnung, warum ich da was reingegeben habe. Egal, wir pimpen da mal weiter rein. Invest. Und zwar Invest. Keine Ahnung. Kann ich nicht alles? Ich habe doch genug Geld. Lololol. So. Okay, das hätten wir completed. Iron haben wir keins. Scrap Metal haben wir aber genug. So. Jetzt brauchen wir nur noch Eisen. Wie viel brauchen wir? 20. Warte mal, das können wir doch hier kaufen, oder? Nee. Doch, da. Wir können aber nur 10 kaufen. Aber komm, das machen wir mal für 10. Warte mal, 10 für 15, 150. Das haben wir, okay. So. Schade, ich würde gern mehr kaufen, aber gut, jetzt haben wir erstmal das Eisen. Jetzt können wir das zumindest schon mal teilweise investen hier. Hier, invest, invest. Und das war's dann. Jetzt brauchen wir noch irgendwoher 10 Eisen. Und dann hätten wir nämlich den ersten Perk, dass die Hüllenreparatur nur noch 70% kosten, hätten wir schon gemacht. Dann können wir hier noch irgendwas. Nee. Können wir nicht. Haben wir nicht nichts. Okay, alles cool. Ja, dann lassen wir das halt. Außerdem, jetzt haben wir kein Geld mehr, außerdem können wir jetzt natürlich und den Hauptquest weitermachen. Oder aber, weil der irgendwie noch ein bisschen, weil der noch ein bisschen High Level ist, glaube ich, Stufe 5, könnten wir natürlich, und wir sind gerade mal Stufe 4, könnten natürlich noch einer von diesen Signalen oder unbekannten Gebieten anfliegen hier. Müssen wir erstmal starten. Ja. Ich will wissen, wie man die Sekundärwaffe wechselt. Warte mal, also die Raketen. Also das weiß ich ja alles, wie es geht. Das ist 1, 2. Was ist denn 3? Was passiert, wenn ich 3 drücke? Oder 4? Nischt. 5, 6 und 7 ist Reparatur. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie man die Perks ändert, ja. Input. Wo ist denn hier die Waffe, die Waffen? Fire, next primary, previous primary, next primary, equip primary, fire, next secondary weapon. Ja, lass gucken, funktioniert das? Jo, Schildbrecher und normale Raketen, sehr cool. So, jetzt machen wir uns, wollen wir mal so eine undiscovered Zeit aufsuchen? Einfach nochmal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Erfahrung, Erfahrung sammeln, ein bisschen Loot aufgreifen. Ich hoffe einfach mal, dass da jetzt nicht irgendwelche mega High-Level-Gegner auf uns warten. Sondern, dass es da einfach reiche Beute gibt, in mannigfaltiger Art und Weise. Was ist das hier? Oh, 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 Vorsicht, rot. Mining Remnants. Oh Gott, da ist irgendwas vermint. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwas Spannendes finden. Oh, oh, Dark Matter. Her damit. So, hat sich schon gelohnt. Okay, also, merke, was ist das? Achso, das ist GNB, die sind ja harmlos, die tun mir ja nichts, solange ich ihnen nichts tue. So, also im Prinzip ist es hier eine Loot-Pinata, wie man so schön sagt. Da ist irgendwas, da. Nochmal dunkle Materie, ja, kann man bestimmt hier brauchen. Weiß nicht wofür, aber man... Boing. Ich flieg mal hier so ein bisschen rum. Guck mich blöd um. Ignoriere die Minen, die hier so rumtreiben. Sehr leicht verdientes Geld hier. Dark Matter. Okay. Was auch immer man... Oh, das Zeug ist ja was wert. Guck mal, 800 pro Stück, oder? Nee, doch nicht. Keine Ahnung.
Das war es aber auch schon hier, glaube ich. Also man sollte diese Sites am besten alle mal aufsuchen. Okay, das war es hier, glaube ich. Wo bin ich denn? Das war's. Okay, wollen wir da noch ein paar abklappern hier? Guck mal, da ist nämlich auch noch so ein Ding undiscovered. Hier, komm, zack, hin da. Einfach mal noch ein bisschen Loot einsacken. Und vielleicht das Schiff noch ein bisschen pimpen. Ich habe das Gefühl, großartig Erfahrung gibt es dafür jetzt nicht, dass ich irgendwelche Container plünder, aber immerhin haben wir ja die Chance auf ein bisschen Loot. Was ist das? Achso, das ist Union Bridge. Okay. So, jetzt ist da eine undiscovered Zeit. Jetzt würde ich mal gerne zu dem Signal hier fliegen. Einfach mal, weil ich dran vorbeigeschippert bin. Mal gucken, was das ist. Das ist bestimmt ein Notruf mit Stufe 1000 Gegner oder so. Ah! Was zum gutigen Henker! Friss mein Pinkelstrahl. Meinen. Ah. So, auch erwischt. Und da war noch einer. Das ist nur eine Drohne. Ne, was ist das? Keine Ahnung, was das ist. So. Was war das jetzt? Wenn ich mal doof fragen darf. Außer ein Überfall. Kann das sein, dass ich jetzt gleich schon wieder auf die Nase kriege? Da sind so viele Ziele gerade. Outlaw-Drohne. Und die? Wie dicht sind die? Die sind definitiv näher dran. Ich hol mir mal erstmal die hier. Da ist ein Outlaw-Scout. Super, dass du gleich schon wieder eine Rakete verbaselt hast. Ich bin das so knorke, mein Freund. Naja, komm. Feuer. Plautz. Ist das eine... Ne, das ist ein Webber. Da ist ein Webber. Brauchen wir auf jeden Fall. Ja, der hat mich schon gewebt hier. Der hat mich gewebt. Britzel. So. Weg damit. Ah, das war nicht so gut. Warum ist denn der so stabil? Nur mal so aus Frage. Warum ist denn der so stabil? Waffe bitte. Waffe. Dann halt so. So, und jetzt ist da dieser Webber. Ich soll den. Warte mal, ich soll den. So. Genau. Was ist das? Ein Container. So, wo ist jetzt der Webber hin? Der Webberknecht? Keine Ahnung. Wie weit sind denn die weg? Hier ist recht kämpferisch, muss man sagen. Komm, wir holen uns als allererstes mal den Container. Also diese Signale scheinen schon etwas gefährlicher zu sein. Oh. Oh. Wo wurde der? Ach, den kann man irgendwo platzieren. Cool. Okay, jetzt habe ich einen platzierbaren Turm. Ich habe ein bisschen viel Raketen verbaselt, muss ich sagen. Was war da gerade? Da ist 5,3 und da ist 3, komm, wir machen erstmal die hier. Erstmal den Webber Outlaw Madcap. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Eine Webber-Drohne. Nein. So. Hört auf damit. Ist gut jetzt. Rums, zerstört. So, jetzt nervst du mich hier mal bitte nicht. Danke. Da ist noch... Irgendwo ist noch was. Wo denn? Da.
Fritz, bist du denn... Ach, du bist gar kein... Drohne. Eine Thermogun. Was macht man damit? Da ist der nächste. So. Ah ja, es geht aber noch ganz gut. Es ist alles noch im Rahmen. So, was habe ich da für Neues gekriegt? Eine Thermogun. Voll auf Energie. Ich weiß nicht, ob ich sowas gut finde. Die Beamlaser gefallen mir eigentlich noch ganz gut. Und was war das andere? Ach, das war hier so eine Schrotflinte, die ich natürlich erstmal nicht brauche. So, was haben wir hier noch? Ich guck mal kurz nach. Waren wir da gerade eben schon? Kann sein. Da ist nichts. Warte mal, da ist irgendwas. Irgendwas war hier. Da, ein Minenwerfer und ein Container. Okay, holen wir uns beides. Und wenn es nur zum Verkaufen ist, daneben, wo ist der hin? Mann, wo ist denn der? Okay, erstmal den Container. So, was haben wir da drin? Medizin, Energy Charger und einen Booster. Wo packt man den Booster hin? Wo landet denn der? Achso, der landet da. Ist der besser? In jeder Hinsicht, ja. Außer ein bisschen schneller. Okay, wollen wir mal equippen, ne? Habe ich den jetzt da reingetan? Ja, looten wir mal trotzdem. Mitnehmen tun wir trotzdem. So. Und jetzt hier noch den Minenwerfer. Ich würde sagen, wir haben alles, was es einzusacken gab, eingesackt, oder? Naja, eigentlich sind wir da aber noch. Also eigentlich ist es noch undiscovered. Da ist noch irgendwas, oder? Irgendwas habe ich da gerade noch gesehen. Da. Komm mal her, Drohne. Ich muss noch ein paar... Challenges machen. Lauts! Was ist das? Noch eine Drohne. So. Das war alles. Es sieht so aus. Ich guck mal ganz kurz bei den Challenges nach. Okay, 10 von 10. Das heißt, das Drohnen mit Raketen killen können wir uns sparen. Die Outlaws bei EMP killen können wir uns auch sparen. Jetzt müssen wir nur noch zwei Webber töten, bevor sie... Das ist ja gar nicht mehr so viel. Ohne, dass wir gewebbt werden. Das finde ich gut. Okay. Undiscover-Zeit. Komm, wir fliegen noch ein paar Undiscover-Zeit. Da sollen wir ja eigentlich hin. Komm, fliegen wir die hier an. Albert finde... Hier, da wollen wir hin. Ich brauche allerdings irgendwann mal was zum Verkaufen. Ich hoffe, da finden wir gleich irgendwas. Komm, hinter. Oder wir machen einen Zwischenstopp irgendwo. Das kann man natürlich auch machen. Jetzt bin ich durch irgendwelche Mining Fields geflogen. Ich habe nicht mehr so viele Raketen. 1, 2, 1. Und wir müssten da sein. Was war das gerade? Wie sieht's denn hier aus? Ist das gefährlich? Crystal Refinery. Aber keine Ahnung. Komm, wir fliegen mal hin. Ist ja erstmal nicht rot. Insofern ist das gut. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen Sachen wieder kaufen, verkaufen. Da sind die bösen Jungs. Die ignorieren wir mal ganz kurz. Ich gehe erstmal zu der Refinery. Guten Tag. Refinen Sie weiter. Ich will hier nur kurz landen. Vielleicht ein bisschen was verkaufen. Ist das du? Callahan said you were killed. Ja? I'm just passing through. Don't tell anyone that you saw me, okay? Sure. How's Ben? Did he make it?
He's alive. Oh, thanks, Sol. Look, I am so sorry for leaving you guys behind. It was crazy out there. We all, you know. You were just trying to save your own skin. I get that. So, how have things been? Bad. Callahan and his whole squad have been reassigned to the Zarkov system. There are barely any combat ships left, so they've started sending out teams unguarded. What? That's insane. Tell me about it. Management is becoming more ruthless by the day, no matter the cost. Yordanu and his team left for the deep fields, with him as the only wingman. Yordanu? Never flew with him. He's one of the good guys, right? He's the last one who's looking out for us. You know, they put me in charge of budgeting teams. If you were to assist Yordanu, I might even be able to do something off the books. 400 credits for every miner you bring back alive. Transferred directly to your ship. When did they leave? Not long ago. Their first stop is not far from here. All right, I'll see if I can catch up with them. I'd really appreciate it. Klingt nach einem Nebenquest. Wir sollen Miner retten. Ja, machen wir. Aber erstmal verkaufen wir hier den ganzen Kladderadöns, was wir. Also die Dark Matter garantiert nicht. Das ist eine Tech-Ressource. Hier die komische Thermogun. Die können wir eigentlich mal. Komm, weg damit. Was haben wir da? Ein Commodity, Medizin. Ja, alles weg. Zack. Was haben wir da? Noch eine Tech-Ressource. Da haben wir noch einen alten Charger. Der kann auch weg. Crystal. Hat der hier Eisen? Ja, der hat Eisen. Komm, wir kaufen uns Eisen. Machen wir gleich. Im Moment haben wir noch irgendwas zum Verkaufen. Erz. Was ist das? Minenwerfer. Nee, komm weg. Erz. Was ist das? Tech-Ressource, Tech-Ressource. Aber das Eisen nehmen wir mal. Alles, jo. So. Eisen. Da haben wir das Eisen. Haben die noch irgendwas anderes Sinnvolles hier? Es sieht ehrlich gesagt nicht so aus. So, wir restocken mal für lächerliche, keine Ahnung, 15 oder so. So, 870 haben wir noch. Jetzt können wir mal in die Perks investieren, und zwar in den hier. Jetzt können wir hier noch ein bisschen Eisen rein. Oh, das reicht, oder? Yes. Repairs, Level 1. Jetzt können wir das auf Level 2 bringen. Super, toll. Okay, 70%. Und was gibt das nächste Level? Nochmal 70%. 70 von 70 von 70. Vermutlich. Das ist meine Vermutung. Müssten dann insgesamt 50 und nochmal mal 70. Ja, wunderbar. Prozentrechnung ist was Tolles. Okay, Traktorbeam. Wir machen das mal weiter. Also Repairkosten reduzierte sind immer schön. Auch wenn ich noch keine hatte. Ich habe so den Verdacht, das gibt es demnächst für lau. Ich guck mal ganz kurz auf die Missions. Was ist das? Das ist eine Stufe 4er Quest. Eigentlich können wir den erstmal machen. Komm, machen wir den erstmal. Und befreien mal die armen Miner, die, keine Ahnung. Haben wir irgendwo einen Webber zufällig hier? Ich muss Webber töten. Da ist eine Webber-Drohne. Halt, gib mir die Webber-Drohne. Wo ist sie? So, hab sie, oder? Ja. Die kriegt jetzt als allererstes mal eine Rakete um die Ohren gehauen. So, Achtung. That is just what I need. Und? Blaue. Ich würde sagen, hat geklappt. So, den Rest können wir einfach so wegholzen. Wegen Treppe. Quick aber nicht so. Was bist du? Du bist eine Madcap. Keine Ahnung, was man mit einer Madcap macht. Ah, jetzt ist die Energie von den Waffen alle. Lauert. So, wer bist du? Bist ein ein Outlaw. Ja, doch, ist gut. Da kommt noch irgendwas. Was ist das? Noch eine Outlaw-Madcap. Komm, wir machen jetzt einfach mal hier den Brutzler. Ey, wo ist der? Hallo? So. Jetzt brauchen wir noch einen Webber, glaube ich. Da haben wir neue Sensoren gefunden. Ich weiß nicht, ob die besser sind. Energy Charger. Und da ist noch irgendwas. Nee, das ist einfach nur die Landeposition. Okay. Gut. Das war ja schon mal ganz nett. Lass nochmal in die Missions gucken.
Warte mal, haben wir da irgendwas Besseres? Nee. Können wir irgendwann verkaufen. Wo wollte ich hin? Nein. Ich hab doch eigentlich den neuen... Was ist das? Das ist die Crystal Refinery. Und was ist das hier unten? Das ist eine Main Station. Ja, komm, da können wir auch nochmal ganz kurz hinfliegen. Vielleicht haben die was anderes im Angebot. Vielleicht kriegen wir ja irgendwo mal neue Schiffe. Na. A G&B concessionary license is the golden ticket, they said. Make a nice little packet in no time, they promised. I take it that it didn't work out as expected. Well, I'm still here, ain't I? Only getting older. Never take G&B at their word, my man. Noted. Das war, glaube ich, nichts Ernstes. Das war einfach nur so ein bisschen Chit-Chat. So, gut. Im Shop können wir das Ding hier verkaufen. Wie viel Geld haben wir mittlerweile? Naja, knapp 1000. Das ist eine Tech-Ressource. Tech-Ressource. Was ist das? Tech-Ressource. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir. Kupfer behalten wir alles. Okay, haben die irgendwas Spannendes hier? Cooling Iron Plates. Ey, wer ballert hier? Soll ich helfen? So, ich hätte gerne noch einen Weber. Aber Weber kriegen wir nicht. Warte mal, das müsste... Ich hatte eigentlich die hier aktiv geschaltet. Keine Ahnung, warum die jetzt schon wieder weg ist. Ja, da ist er. So, wir retten jetzt Miner. Wo müssen wir hin? Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Nee, das ist der Neptun Jump Point. Da. Da sollen wir hin? Ich glaube ja. Also es lohnt sich auch alle Stationen einfach mal anzufliegen scheinbar. Man kriegt dann irgendwelche Missionen um die Ohren gehauen. Wie wir hier gerade sehen. Die uns vielleicht helfen auf Stufe 5 aufzusteigen. Damit wir den Hauptquest angemessen angehen können. So, wo sind die Miner, die ich retten soll? Und einen Weber hätte ich gerne noch. Ah, da sind die Miner. Guten Tag, die Herren Miner. Wie kann ich helfen? Hübsch habt das euch hier gemacht. Join the Mining Convoy. Weiß ich nicht, ist das hier irgendwo ein Mining Convoy? Wingman, I was sent over from Alcyone Station to escort you. I thought we were out of combat pilots. Well, since you're here, help us get the gate fixed. Look, I'm just a wingman, not a mechanic. You can't just be one thing if you want to survive out here. That's a given if you want to work in this team. All right, I'll see what I can do. So, was soll ich machen? Ich soll das Gate fixen. Get access to the mine. I'd say the gate lacks power. I'll have a look around and see if I can improvise. Okay. Are you a good fighter? I have a few tricks up my sleeve. Why do you ask? We never worked together, so I'm just trying to figure you out. Energy Socket. Naja, da wird irgendwas, da wird irgendeine Energiezelle rein müssen und da muss hier irgendwo ein Dispenser rum rumümmeln. Soll ich jetzt einmal um den Asteroiden hier rumfliegen? Wo soll denn hier ein Dispenser sein? Ich brauche eine Energiezelle. Woher kriege ich eine Energiezelle? Das ist eine gute Frage. Ich sehe keinen Dispenser. Das ist doch eine... Das ist hier ein Socket, genau. Ich brauche irgendwo eine Energiezelle oder sowas. Oder so eine Bubble. Was ist denn das hier? Nee. Sieht mir auch falsch aus. Oder? Warte mal. Ein Rigged Asteroid. Was ist das denn bitte?
Kann man den knacken? Kann man den anzapfen? Nein. Was ist das? Oh nicht. Was macht man damit? Ich habe keine Ahnung. Irgendeinen Sinn wird es haben. Warte mal, was haben wir denn hier? Ey, Grabsch, gib mal her kurz hier. Zack. Ist ja ganz klein, das Ding. So, wo müssen wir hin? Dahin. Das ist zu groß. Passt da nicht rein, oder? Hier, ich habe was zum Tor aufmachen gefunden. Wenn es da nicht reinpasst, schlagen wir damit das Tor ein. Ah doch, das könnte passen. Wupf. So, ist offen. Natürlich fliege ich zuerst rein. Wer auch sonst. Sieht okay aus. Zacht, Riddick. We're good. Think I passed the test? Ich sehe ehrlich gesagt nicht. No. Come back out at once. We're under attack. Ich komme. Close to the mine. I'll handle this. I handle this. Da, raus da. Ich bin unterwegs. Ich rette euch. Britzel, Bratzel, Brutzel. So. Wer noch? Wo denn? Da. Nein, die slaughtern überhaupt nichts. Hier wird nicht geslaughtert. Wenn hier einer slaughtert, bin ich das. Hui. Guck mal hier, wie ich das mache. Wie ein großer. So. I am not okay. This place should have been protected. Look, I'm doing what I can here. Not by you, by the people who sent us here. You can make a lot of money mining this pit, but you still always have a responsibility for your people. I'm afraid that's not how G&B operates. You may be right on that account. Guess this settles it. Settles what? All right. These are the coordinates of our next stop. It's even deeper in outlaw territory. You fly ahead and make certain that it's safe. My team will bunker up in the mine until then. Okay, wohin fliege ich? Dahin? Nee, oder? Lass gucken. Doch. Doch, dahin fliege ich. So. Also, ich auf gut Deutsch, ich klapper jetzt hier die ganzen Mining-Facilities ab und rette den Minern den Hintern. Weil ich so netter bin. Weil ich heiß auf die Belohnung bin. Aua, erstmal gegen das Headset geknallt. Entschuldigung. So, undiscovered site. Challenges Xito Explorer. Irgendeine Challenge habe ich gerade. Alright, let's have a look around. Okay, ich guck mal trotzdem ganz kurz hier mal ganz kurz in die Missions, in die, nee, in die Data? Da, in die Challenges. Aha, guck mal hier. Visit all Cito Regions, 3 von 7 habe ich schon. Okay, complete 3 High-Risk-Locations, 3 Distress-Calls. Okay, das könnte ein bisschen dauern. Und wie sieht's hier aus? Na, da fehlt mir halt immer noch der Webber. Der Webber-Knecht. Ja, aber wie ich hier dieses Gebiet erforsche, das seht ihr beim nächsten Mal. Hier ist nämlich erstmal Aufnahmestopp. Sieht das schick aus hier.